Ah, danke, Sarah. Wow, viele Leute. Es kommt gerade richtig, bitte kommt einer. Das ist Studio. Und beschäftigt euch ganz kurz noch still, bitte, weil ich muss noch einen dringenden Anruf machen. Hallo? 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 Aber hallo. Peter Schorn ist der Südtirol 1 Telefonschreck. Ah, Jörges Gott, Freiwillige Feuerwehr Klausen, Leutnant Gustlo. Ja. Jörges Gott, ich rufe um wegen der Feuerwehrprobe am Montag, gell? Das darf sich jetzt leicht verschieben, das wird so um 12.30 Uhr werden. Ja, und warum rufen Sie mich an? Ja, bei Ihnen daheim, die Feuerwehrprobe. Wie? Ja, am Montag um 12.30 Uhr sind Sie wohl informiert worden. Nein, bin ich nicht informiert. Ah, so, na, ist da etwas schief gegangen. Okay, bei Ihnen daheim, die Feuerwehrprobe, gell? Die beginnt noch um 12.30 Uhr am Montag und die Evakuierung fängt noch so um 11 Uhr an. Moment, am Montag bin ich für die Arbeit in einem Archiv. Ich habe da überhaupt nichts gewesen. Ah, umso besser. Dann ist gar niemand daheim, oder? Ja, die Katz. Ah, die Katz sollten Sie auf jeden Fall evakuieren. Nein, so geht's nicht. Also, wenn Sie sicherheitshalber schauen, dass ab 10.30 Uhr keine Personen oder sagen wir mal Lebewesen, schließen wir die Katze mit ein, in der Wohnung sein, dann wird nicht fallen. Na Moment, jetzt könnten Sie das nicht irgendwo anders machen. Ich meine, Sie haben mich nicht einmal gefragt und nichts. Ja, das wird zufällig ausgewählt, gell? Da hoffen wir allem ganz auf den sozialen Sinn der Bevölkerung. Das kommt Ihnen ja dann schließlich auch zugute, nicht? Wenn es einmal wieder brennt, bei Ihnen noch realer, dann kommt Ihnen das ja auch zugute, nicht? Das ist mir schon bewusst, aber... Ja. Also es geht mehr um die Optik. Es werden wahrscheinlich Brandsätze mehrlei in den Fensterbereichen angebracht. Also innen soll... Brandsätze? Brandsätze, ja. Aber leider in den Fensterbereichen, ja, innen wird kaum ein Besuch kommen. Aber wenn Sie sicherheitshalber die Vorhänge evakuieren... Nein, Moment. Es wird dann nachher ausgeweiselt wieder auf unsere Kosten. Was? Ausgeweiselt wird, auf unsere Kosten. Nein, das kommt nicht in Frage. Ja, dann können Sie die Kosten gerne übernehmen. Man kommt vorbei und wir reden uns, oder Sie suchen mir besonders... Sie überfallen mich dort. Und wenn Sie jetzt nicht zufällig angerufen hätten, dann hätte ich das überhaupt nicht gewusst. Ah, nein, da hat man schon vorher geschaut, ob die Katze oder Sie noch in der Wohnung seien. Und sonst wäre es halt noch realer gewesen, gell? Dann hätte man gekannt, eine Personenrettung auch noch durchführen. Oder eine Tierrettung, eine Katzenrettung, jetzt in dem Fall. Nein, ich meine, die Katze hat Angst, die läuft mir weg. Sie kann ja ein und aus, wie sie will, und die kriegt ja Panik. Sie kriegt ja schon Panik, wenn... Wenn sie die zu Silvester da die knallen, dann kriegt sie ja Panik. Ah nein, knallen wird's nicht. Oder haben Sie Gasbombole in der Wohnung? Habe ich im Schuppen hinten. Hast du noch keins knallen? Nein, jetzt werden wir wohl nicht sagen, dass da das in die Luft gehen kann alles und so. Nein, das kommt nicht in Frage, da machen sie nicht. Und dann auch, da soll schwarz ist vor dem Haus, wegen Feuer und dann innen und dann ausweisen. Nein, das kommt nicht in Frage. Na gut, na wissen was, Frau Bernardi, na machen wir so, dann machen wir die Übung einfach im Studio bei Südtirol 1, bei der Telefoncomedy. Aber hallo! Ich bin ganz durcheinander. Aber hallo, die Telefoncomedy auf Südtirol 1.